So, wer wohnt denn da hinten? Hallo! So, mitten im Nirgendwo. Ishako? Nee, der war ja unten bei den Wachen. Ach so. Oh, sieh nur dein weißes Fell und diese seltsamen roten Zeichen. Wenn ich mich nicht irre, da bist du Amaterasu. Aber interessant, dass ihr nicht Shiranui sagt. Nein, daran gibt es gar keinen Zweifel. Ishako sagt, du hättest das Land der Lebenden schon vor langer Zeit verlassen. Aber hier bist du. Was hast du bloß die ganze Zeit getrieben? Ne? Ich nehme mal an, es macht keinen Sinn, dir irgendwelche Fragen zu stellen, meine Liebe. Nun dann, ich glaube, ich kann mir schon denken, warum du hier bist. Kein Zweifel, du möchtest, dass ich dir ein Siegel mache, wie ich es vor 100 Jahren tat. Meine Fähigkeit, Siegel zu erstellen, ist unübertroffen. Ich schätze, daran kannst du dich erinnern, was? Immerhin hat sie es sofort geblickt. Mhm. Nun, ich wäre natürlich glücklich, dir eins zu machen, aber ich kann dir leider keinen großen Rabatt gewähren, nur weil du eine Göttin bist. Der beste Preis, den ich dir machen kann, ist 99.999 Yen. Billiger kann ich es nicht machen. Ich würde sagen, das ist immer noch ein Schnäppchen, wenn man meine Fähigkeiten bedenkt. Yes. Das ist eine Art Scherz sein? Ist das wirklich alles Geld, das du hast? Was um alles in der Welt lässt du dich, lässt dich denn glauben, du könntest dir dann meine Arbeit leisten? Oh. Ich weiß wirklich nicht, ob viel Geld billig oder teuer ist, aber ich weiß, dass das in dieser Welt gilt. Du bekommst das, wofür du bezahlst. Aber egal, ich habe keine Zeit zum Tratschen. Verschwinde jetzt. Hast du eine Ahnung, wie lange es immer dauert, 999.999 auszusprechen? Ja, deswegen wollte ich auch, dass du es weiter aussprichst. Oder 99.000 waren es, glaube ich, in dem Fall. Glaubst du eigentlich, wenn man die Arche der Yamato mit dem Eight Purification Sarg gefüllt, ob sie dann auch 999.999 Yen wert ist? Oder glaubst du eher, die Arche der Yamato ist 99.999 Yen wert? Der Letzteres. Oh. Warte, das ist zu anstrengend? Ja. Oh. Es sind ja aber keine 99k, es sind ja 99,999k. Das stimmt. Dann. Ich hab's perfekt erwischt. Ja, es werden echt immer mehr Wörter, das stimmt. Es funktioniert? Kann ich jetzt schon? Was? 99.999 Kais? Nein! In mein Popoloch. Die 99.000 Kais? Besser nicht. Nein! Selbst wenn es nur 9 Kais wären, da könnte ich ja meinen Fußboden mitpflastern. Weil da würden sie letztendlich alle landen, weil sie alle ausrutschen würden. Stell dir vor, du gehst aus dem Arbeitszimmer raus, liegt da auf dem Boden einfach ein lachender Kai. Gehst du 2 Schritte weiter ins Klo, liegt da schon wieder ein Kai auf dem Boden, will beim Kacken zugucken. Gehst du in die Küche, liegt da schon wieder ein Kai rum, der gerade sich eine Banane snackt oder so. Und der nächste liegt dann halb im Meergehege drin. Nein. Und dann machst du deine Bettdecke hoch, liegt da schon wieder ein Kai. Das waren jetzt 5. Ja, einer ist noch mit dem Kopf im Mülleimer. Okay. Einer auf der Couch. Mhm. Einer müsste ja potenziell noch hier im Arbeitszimmer liegen. Mhm. Wie viele fehlen jetzt noch? Einer, glaube ich noch. Der kann auf dem Balkon. Okay. Also von daher gesehen, lieber nicht. So, ich glaube, damit habe ich das Dorf jetzt auch komplett erkundet. Kai kann sich gerne bei Ali unter die Bettdecke legen. Die beiden flirten sich ja eh schon gerade an. Unter meine Bettdecke kommt er nicht. Hey, du bist ein Wolf. Bist du in das Dorf gekommen? Ha, es muss Spaß machen, da draußen rumzuspielen. Ich wünschte, ich könnte das auch. Aber ich muss die ganze Zeit das Malen üben. Wir alle hier kriegen Stunden vom Dorfältesten Ishako. Er kann manchmal schon ganz schön streng sein.
Ich habe noch einen weiten Weg vor mir, bevor ich ein großer Künstler werde. Wenn ich doch nur wie Isson malen könnte, dann könnte ich den Göttern helfen. Aha. Aha. Bisschen grün. Ah, was für ein außergewöhnlicher Kunde. Sag mal, du bist ein Gott, oder? Wir haben ja schon lange keinen mehr gesehen. Hör zu, Wolfsgott. Sammle Dinge, die ich im Wald finde. Das ist so eine Art Hobby. Möchtest du ins Geschäft mit mir spielen? Das ist ein recht ernstes Spiel. Oder was? Oh, eine neue Klinge. Ja, gut. Die wir nicht brauchen, aber gut zu wissen. Yes. Oh nein! Kommata können Leben retten. In diesem Fall das von Ale. Ja. Hast du es gelesen? Ja. Also, Mama, Komma, Kai und Ale flirten akzeptiere ich. Aber Mama, Kai und Ale flirten? Nein. So, dann wieder hoch. Zu der Frau Siegel. Warum zu der Frau Siegel? Weil ich jetzt genug Geld habe für sie. Oh. Durch das Dach, den ich verkauft habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das Siegel überhaupt macht. Das wirst du schon sehen. Okay. Aber ich meine, hey, vielleicht steht Ale ja auch auf ältere Frauen. Ich meine, er baggert eh alles und jeden an und fairerweise jeder im Chat ist älter als er. Ale ist ja erst 12. Von daher gesehen ist die Theorie eigentlich gar nicht so abwegig. So, yes. Das ist die richtige Einstellung. Nun dann, ich werde dir das beste Siegel überhaupt machen. Umsonst natürlich. Wuff? Warum schaust du so überrascht? Solltest wissen, dass ich dein Geld noch nicht einmal im Traum annehmen würde. Hätte dich nicht so ärgern sollen, aber das ist die wichtigste Arbeit, die ich in 100 Jahren gemacht habe. Und ich habe vor, das beste Stück aller Zeiten zu schaffen. Nun, als erstes müssen wir uns für das Design entscheiden. Siehst du das Papier an der Wand? Benutze deinen Pinsel und male ein Siegeldesign, das dir gefällt. Es kann alles sein, dein Name, ein Muster, das dir gefällt, einfach alles. Entfesse das künstlerische Feuer in dir und male auf das Papier. Okay. Was? Was ist das? Eine weinende, entsetzte Janschelle. Irgendwie sowas. Okay. Ich habe jetzt leider im Chat gerade schon gelesen, was das Siegel macht. Ich wusste es halt wirklich nicht mehr. Ich glaube, ich habe es damals wahrscheinlich auch gar nicht gemacht, weil ich das Geld nicht investieren wollte. Das wäre so eine coole Überraschung gewesen. Wieso schreibt ihr das dann in den Chat? Klar, ich kenne das Spiel prinzipiell, aber wenn Jan doch extra schon sagt, du wirst es schon sehen, wieso schreibt man das denn dann? Das hätte mich echt überrascht. Och Mann. Das wäre echt eine coole Überraschung gewesen. Deswegen habe ich auch was genommen, was sehr auffällig ist. Ja. Es ist also dein künstlerisches Feuer. Ich schätze, da ist irgendeine Art unbeschreibliche Hitze mit dabei. Bist du dir sicher, dass es das ist? Es ist perfekt. Wie wunderbar. Das ist es. Dieses Design ist ein Ausdruck deines tiefsten Inneren. Und jetzt werde ich mein Allerbestes geben, es für dich zu erschaffen. Oh, und da ist noch eine Sache, die ich erwähnen sollte. Komm auf gar keinen Fall wieder hierher, weil ich mich wirklich konzentrieren muss. Wenn du meinen Fähigkeiten vertraust, dann musst du mir nicht über die Schulter schauen. Zweifelsohne hast du sowieso eigene Dinge zu erledigen. Unsere Wege werden sich sicher wieder kreuzen, wenn die Zeit gekommen ist. Vertrau mir, es geht alles nur um Schicksal. Und jetzt verschwinde und sieh dich nicht um. Folge einfach dem Pfad, an den du glaubst. Ist das ein Problem, wenn du nochmal reingehst? Mach's einfach. Ich weiß nicht, ob sie dann einfach das wieder löscht und du es nochmal neu machen musst vielleicht. Deswegen mach's einfach. Wobei, never mind. Mach's einfach nicht. Ich kann nicht. Und dann wieder runter und jetzt gehen wir zu Ishishaku. Ich meine, ich habe ja auch im letzten und vorletzten Stream auch, glaube ich, zweimal ganz freundlich gesagt, dass
man nichts vorwegnehmen soll und auch nicht sagen soll, wofür Dinge da sind und so weiter. Weil Leute immer dazu tendieren, glaube ich, wenn man das Spiel kennt oder auch nicht, immer helfen zu wollen und immer direkt alles beantworten zu wollen, nach dem Motto, ja, sie kennen das Spiel ja eh, also sage ich das ja einfach mal. Nur manches ist einfach auch ganz schön, nochmal blind zu entdecken, wenn man es vergessen hat und gerade auch für die ganzen Blind-Zuschauer. Deswegen. Und die Mods hatten es halt tatsächlich auch schon vorher ein paar Mal geschrieben, so ist es nicht. Na? Ja. Gerade wenn ich ihr auch sage, das wird sie schon noch sehen. Da Motto, ich weiß, was da kommt und deswegen, ne? Lasst mal die Überraschung. Hä? Ich erkenne doch diesen Geruch. Wer ist da? Oh. Hi. Nein, das kann nicht sein. Aber dieses Gebell würde ich überall wieder erkennen. Du bist... Emmy? Wuff. Emmy, du bist es. Als du diese Welt nach diesem brutalen Kampf verlassen hattest, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich dich jemals wiedersehen würde. Meine Augen sind auf meine alten Tage so viel schlechter geworden, aber ich kann es spüren. Ich kann die Tränen spüren, die auch du zu verbergen versuchst. Wuff. Ja, ignoriere mich einfach. Das ist die Emmy, die ich kenne. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, so klein zu werden, aber diese Unhöflichkeit von dir beweist mir zweifelsfrei, wer du bist. Danke. Aber ich frage mich, warum er uns Amaterasu nennt, weil müsste er nicht eigentlich Shiranui kennen? Was, wenn Shiranui einfach nur in Anführungsstrichen der bürgerliche Name von Amaterasu war und es war schon immer Amaterasu? Ja gut, Amaterasu... Es waren auch nur die Leute von Kamiki, die sie Shiranui genannt haben. Kann sein, dass es quasi der Spitzname war und Amaterasu ist ja auch einfach der Begriff für Sonnengöttin irgendwo. Ja, sie war ja eigentlich immer Amaterasu dann wahrscheinlich. Ja gut, genau wie Emmy jetzt unser Spitzname vielleicht nochmal ist. Ja. Das Bild ist echt schön da oben. Mhm. So will ich auch aussehen. Ich bin nicht mehr der kleine Junge, an den du dich da erinnerst, Emmy. Ich bin erwachsen geworden und bin jetzt der Anführer von Ponktan. Ja, ich bin der legendäre Schwertkämpfer Ishaku. Selbsternannt. Ja. Ich habe einen Weg in die Welt gemacht, seitdem wir das letzte Mal trafen, oder etwa nicht? Du kannst ruhig so gucken, aber ich weiß, dass du beeindruckt bist. Aber ernsthaft, ich spüre etwas an dir, das mir Sorgen bereitet. Deine göttlichen Kräfte sind erheblich geschwächt. Also eigentlich habe ich fast alles wieder. Vielleicht kriegst du ja nochmal einen absoluten Powerboost, wenn du alle hast. Ach so. Das heißt, ich habe so quasi, wenn ich... Also jede meiner Fähigkeiten ist so 1%. Aber wenn ich alle zusammen habe, habe ich automatisch nochmal eben einen Powerboost um das 10-fache und bin über 100%. Oh. Ich nehme mal an, du hast noch nicht alle 13 von ihnen wieder zurück, oder? Die Dinge haben sich erheblich geändert, seit wir das letzte Mal Seite an Seite gekämpft haben. Die Menschen haben nicht mehr den Glauben an die Götter wie früher. Also nehme ich mal an, es ist nur natürlich, dass du jetzt schwächer bist. Es ist traurig, dich ohne deine alte Stärke zu sehen. Deshalb lass es mich dir direkt sagen, Emmy. In deinem augenblicklichen Zustand kannst du unmöglich gegen die Kräfte der Finsternis kämpfen. Wuff. Also sag mir, hast du diesmal keinen Begleiter? Wuff. Bedeutet das nein? Du bist den ganzen weiten Weg alleine gekommen? Ich hätte nicht erwartet, dich mit jemandem bestimmten zu sehen. Nun gut, ist ja auch egal. Es ist nicht weiter wichtig. Emmy, du weißt es bestimmt schon, aber in deinem augenblicklichen Zustand kannst du unmöglich den Herrscher der Finsternis besiegen. Wir Kokopockel haben das schon immer gewusst, dass eines Tages diese Finsternis kommen würde. Darum haben wir trainiert, göttliche Gesandte zu sein. Wegschneiden? Das schöne Bild! Vielleicht seid ihr auch ein nackter Arsch. Dann lieber das schöne Bild. Scheint ja wirklich alles vergessen zu haben. Göttliche Gesandte sind die Boten der Götter. Die Götter können nicht weiterleben, solange die Menschen nicht an sie glauben. Wir Kuropokel sind die Einzigen, die direkt mit den Göttern kommunizieren können. Und wir üben uns als Künstler, um der Welt ihre göttlichen Kräfte zu lehren. Aber nur die Besten von uns werden für diese Ehre ausgewählt. Die Ehre, ein göttlicher Gesandter genannt zu werden. Ich war der 6. göttliche Gesandte, als ich mit dir reiste. Aber ich bin jetzt alt und nicht mehr so stark wie früher. Also habe ich mich dazu entschieden, alles, was ich hier gelernt habe, meinen Leuten beizubringen. Ich war sehr streng, aber es hat sich ausgezahlt. Jetzt ist beinahe jeder würdig, ein göttlicher Gesandter zu sein. Also Emmy, zieh dich im Dorf um und sprich mit ihnen. Es ist deine Entscheidung, wer der 7. göttliche Gesandte wird. Wen auch immer du aussuchst, er wird dich auf deiner Reise begleiten. Ihre erstaunlichen Bilder werden der Welt deine göttlichen Kräfte zeigen. Wenn die Leute an dich glauben, dann wird sicher deine alte Stärke wiederkommen. Dann und nur dann wirst du in der Lage sein, die Finsternis zu besiegen. Was ist? Wuff?
Du gehst mir schon wieder, oder? Nicht so wichtig. Ich weiß eh, was du denkst. Du denkst über das Geistertor nach, oder? Nur ein Narr wäre an so etwas interessiert. Dieses abscheuliche Tor bringt nur Unglück, das kannst du mir glauben. Wenn du es öffnest, dann wirst du von widerwärtiger, unheimlicher Luft umgeben. Es gibt auf der ganzen Welt keinen Grund, es jemals zu öffnen. Auf keinen Fall kann es ohne mein treues Schwert Denjinmaru nicht geöffnet werden. Aber vergiss das. Wie geht deine Suche nach dem göttlichen Gesandten voran? Es ist bestimmt hart, bei all dem Talent hier zu wählen. Naja, weißt du... Ja, vielleicht... Was? Gibt da was, du sagen willst? Nur für die Akten. Ich habe keinen Enkelsohn mehr. Das schlimme Tunichgut hat sein Training abgebrochen und ist weggerannt. Außerdem hat er eins meiner kostbaren Bilder genommen. Er ist nicht länger mit meinem Enkelsohn. Ich habe mich von ihm losgesagt. Aha. Aha. Interessant. Wer könnte das denn nur sein? Ich würde sagen, wir können diesem potenziellen Enkel so mal einen Besuch abstatten. Durchaus. Der hat ja noch was zu sagen. Ja. Aber wir brauchen ja auf jeden Fall die Hilfe vom Dorfältesten, um das Tor zu öffnen. Da kommen wir ja wohl nicht drum rum. Susanoo ist ein Koropockel. Ja. Wait, what? Ganz bestimmt. Bist du jetzt fertig? Was? Sieht so aus, als ob du was sagen möchtest. Das Geistertor? Willst du mir sagen, dass Lika da durchgegangen ist? Du bist so leicht zu lesen wie ein Buch. Nun, da werde ich auch nicht reingehen. Das bringt nicht mit Schere rein. Wenn du gehen willst, dann frag den alten Ishark um Hilfe. Isun? Bist du das wirklich? Wer ist da? Isun, ich bin es, Mia. Na, oh, Mia. Also bist du endlich nach Hause gekommen. Und ich wette, du bist ein wirklicher, göttlicher Gesandter geworden. Genau wie dein Opa Ishaku und alle haben... Was? Genau wie dein Opa Ishaku und alle haben es gewusst, dass du es schaffst. Aber warum kommst du nicht ins Dorf? Oh, ich verstehe. Du willst sie nicht sehen, stimmt's? Halt mal die Klappe. Was? Und was soll dieser göttliche Gesandte-Geschichte? Hör doch auf. Was würde es denn schon bedeuten, so etwas zu werden? Ich lebe lieber glücklich und ohne Sorgen. Ich kann nicht glauben, dass du so etwas sagst. Also bedeutet das, dass du nicht mehr malst? Die Koropockel sollen den Leuten doch helfen, an die Götter zu glauben. Ansonsten werden die Götter für immer ohne Macht bleiben. Erinnerst du dich? Ich sagte halt die Klappe. Wenn du das Wahn so sehr magst, dann bitte mach's doch. Aber auf mich kannst du dabei nicht zählen. Geh woanders mit deinen dummen Ideen und närrischen Plänen herausieren. Isun! Geh weg, wir sind beschäftigt. Wir haben wichtige Dinge am Geistertor zu erledigen. Was? Hör zu, ich habe keine Zeit, dir bei langweiligen Bildern zu helfen. Lass uns von dir verschwinden, Emmy. Isun, warte! Ich will nicht mit dir reden, Baka! Also ich glaube echt, Isun versteckt sich schon gerne hinter dieser Fassade. Innerhalb Joshpet. Ja. Ich glaube, er will sich einfach nicht eingestehen, dass er seinen Großvater und seine Leute einfach vermisst und die nicht enttäuschen möchte und deswegen da auch nicht reingeht. Okay, Emmy, das Geistertor liegt da weiter dort vorne. Sogar wir Koropockel gehen nur selten so weit in den Wald. Niemand weiß, wann es gebaut wurde oder gar wer es gemacht hat. Man sagt, dass das Öffnen des Tors ein Unglück verursacht. Aber ich bezweifle, dass wir dort irgendjemanden treffen werden. Schließlich kann niemand außer dem Ältesten der Koropockel das Tor öffnen. Und dazu ist der Weg in die Tiefen des Waldes wie ein Labyrinth. Es ist sogar noch verwirrender als der Teil, durch den Kai uns geführt hat. Aber wenn du wirklich dorthin willst, dann werde ich dich führen. Was willst du machen, Emmy? Ja, klar. Möchtest du noch zum Geistertor? Ja, klar. Okay, dann lass uns mal mit Höchstgeschwindigkeit zum Geistertor rennen. Bleib dicht bei mir, Fellknoll. Ich will ja nicht, dass du dich verläufst. Okay. Yay, mehr Spaß. Wobei ich diese Darstellung der Koropockel immer ganz charmant finde mit dem Licht. Irgendwie musste man sie ja auch gut sichtbar gestalten. Ich sehe schon, Jan will ballern. Aber wir müssen doch noch die Muffins fertig machen und die Streampläne machen. Also ich. Beides. Vielleicht haben wir ja Glück und da ist ein Speicherpunkt gleich. Wenn nicht, haben wir ein Problem und müssen weitermachen. Schade. Du kannst ja die Streampläne zur Abwechslung mal machen. Ich kann das nicht. Warum nicht? Ich habe das Programm nicht. Das stimmt überhaupt nicht! Ich hab die Datei nicht. Weggeschoben werde. Da
Das war einfach die Rache für die Lüge. Ich lüge nie. Was? Jeder Mensch lügt. Das liegt in unserer Natur. Das ist sehr deep. Unabhängig davon, ob es manchmal vielleicht besser ist, auch mal eine kleine Lüge anzubringen, ist das, glaube ich, auch nichts, was man abstellen kann. Es ist ja noch nicht mal... Was? Dass man immer böswillig lügt, aber so manchmal passiert das irgendwie einfach. Das war ja schon alles. Ich hab mich gerade angekackt. So. Verlangsamen und dann sterben. Ich hab keine Ahnung. Aber ich glaube, der hat mich angekackt. Ist nicht so nett. Nein. Und Isson denkt sich so, hey, Emmy, hey, listen, hier lang. Aber ja, ich bin faul. Ich finde das geil, wie Leo meint, ich würde die Muffins gerne mal probieren. Und Kai dann so, dann machen wir die mal alle zusammen. Und ich denke mir so, ja, also Jan, ich, Gracie und Leo. Und Kai guckt zu. Aber schön, dass Kai das beschlossen hat, dass wir die Muffins backen für Leo. Das habe ich jetzt auch verstanden. Bin durch, okay. Wobei alle gleichzeitig können sowieso nicht an den Muffins arbeiten. Ich meine, wenn es heißt, so und so viel Zucker und so viel Mehl, können ja nicht 4, 5 Leute gleichzeitig das Mehl da in die Kanne füllen. Wir halten alle die Mehltüte gleichzeitig fest. Nice. Also von daher gesehen würde das sowieso darauf hinauslaufen, dass ich die mache und die alle daneben steht. Deswegen, du brauchst dich auch gar nicht schlecht fühlen. Alle anderen würden vermutlich genauso wenig machen wie du, weil es einfach nicht geht. Aber nichtsdestotrotz schön, dass du das beschlossen hast, dass ich für euch Muffins backe. Ich finde ja, zum Ausgleich sollte Kai dann irgendwas Leckeres mitbringen. Verlangsamen kann eventuell auch funktionieren? Ja, bei einigen Gegnern schon. Oh. Ich muss nachher erstmal gucken, ob die Muffins überhaupt schmecken. Die sind nämlich echt dunkel geworden, weil da Backkakao drin ist. Mal gucken. Die sind very much Schoko. Beim letzten Mal sind die halt nicht so Schoko geworden, weil ich keinen Backkakao hatte. Aber ich bin ja sowieso die Meisterin darin, Muffins mit anderen Sachen zu machen, weil ich manche Dinge nicht im Haus habe. Ja. Seine Pudding-Muffins waren immer noch das Geilste. Ich habe keine Buttermilch im Haus. Packen wir einfach Vanillepudding in die Muffins. Wird schon keiner merken. Kai, warum zur Hölle sollte ich sagen, meine Muffins sind dunkel geworden, weil da Backkacke drin ist? Dieses Wort existiert noch nicht mal. Wieso? Oh, jetzt sehe ich es. Leider nur ein bisschen zu spät. Ja. Weil Isson einfach über den Abgrund gelatscht ist. Isson kann das. Also Kai, ich sagte ja, wenn ich dann für euch mal Muffins backe, wenn ihr mal wieder hier seid, dann sollst du ja was Leckeres mitbringen. Ich nehme die Aussage, nachdem du das mit der Backkacke gesagt hast, wieder zurück. Bitte bring nichts mit. Und falls doch, ess es selber. Vor allem, wenn es braun ist. Ja. Ich bitte darum. Funktioniert, weil ich das Item aufgesammelt habe. Aber Kai, du musst dich doch nicht wundern, wenn du irgendwas von Backkacke in den Chat schreibst, dass du dann daraufhin verarscht wirst. Da kann ich nichts für. Du hast die Vorlage gegeben. Die Gegner alle die ganze Zeit kämpfen wollen. Aber ja, wenn ihr uns endlich mal wieder besuchen könnt, dann machen wir oder bestellen wir mal Sushi. Nein! Doch. Okay.
Wir können auch mal wieder grillen und Gracie kann Salate mitbringen. 3 Millionen. 3 Millionen Kilo. Und wir können Muffins backen. Und dann sind wir alle fett. Bist du durch? Yes. Und da ist dann noch ein Speicherpunkt. Sehr gut. Das ist es. Das große alte Stück Wand, da ist das, das Geistertor. Okay. Oh, sogar ein Teleportspiegel. Mhm. Wie nett. Da gehe ich noch, guck mir das Ding mal herum an oder gehe ich lieber nicht zu nah dran? Geh lieber nicht zu nah dran. Okay. Bitteschön. Ich glaube, du stehst hier hervorragend. Okay. Weil dann haben wir nämlich komplett Kamui eigentlich erkundet. Inklusive Webkir, inklusive dem Laochi-See, wo die Eiche der Yamato übrigens rumsteht. Falls sie noch keiner kennt. Richtig. Und Yoshpet haben wir erkundet und Ponktan. Also eigentlich echt viele Orte. Das heißt, beim nächsten Mal können wir in dieses Geisterportal reingehen. Da ist noch so eine kleine Besonderheit hinter. Und gucken, ob wir Lika finden, hieß sie, glaube ich. Und dann können wir, denke ich, auch so langsam in den finalen Dungeon reingehen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der so wird. Und dann geht's auch schon aufs Finale zu. Ob wir das alles beim nächsten Mal schaffen, weiß ich nicht. Kommt drauf an. Aber wir sind auf jeden Fall heute schon mal echt weit gekommen.